بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا وعنا مجمعين. ليبا كجبستم اسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich weiß nicht, was soll ich sagen, was heute oder gestern passiert in Neuseeland. Unsere Geschwister werden abgeschossen, geschlachtet, subhanallah, auf bestialische Art. Wie eine Game, subhanallah, wie ein Spiel, weißt du, so zum Spaß so nicht. Subhanallah, wie der Muslim seine Blut ist so billig geworden. Allahu Akbar. Möge Allah denen, die Gestorbene annehmen, alle Shuhada, ya Rabbil Alameen. Möge Allah denen alle ihrem Sünde vergeben. Wie ihr gesehen habt, liebe Geschwister im Islam, das ist durch diese Hitze, was die Paar kranke Psychopathen das machen. Und ihr wisst schon, wer meine ich. Mit Lüge und Hass verbreiten gegen die Muslime. Wenn wir, subhanallah, versuchen, nur ein Wort zu heben und uns zu verteidigen, dann werden wir beobachtet von links und rechts und vorne und hinten und allem. Oh, was sagen die? Was werden die sagen? Unsere Kommentare werden kontrolliert. Aber subhanallah, wenn eine kranke Psychopath in Deutschland ruft die Menschen, subhanallah, zu Terrorismus, dass sie sich entschließen zu einer, dieser ISIS oder wie heißt es, dieser terroristische Gruppe, weißt, er ruft denen, subhanallah, auf Video, öffentlich, auf YouTube, und ihm nichts passiert. Der unterstützt ihn noch und seine Video läuft ganz normal. Und wir sprechen gegen diese Leute, wir sagen, das ist, hat mit Islam nichts zu tun, dieser Terrorismus. Und wir werden beobachtet und subhanallah, was für eine Welt leben wir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt am Ende der Zeit: Al-Qabad ala dinak, al-Qabad ala jamar. Der haltet an Allah und seine Religion am Ende der Zeit. Es ist wie eine glühende Feuer, haltet in seiner Hand. Subhanallah, was für Fitna sind wir gelandet, subhanallah. Und es ist alles von diesen Husten. Diese Menschen, die 24 Stunden husten. 24 Stunden, die Medien. Jeden Tag, überall wird gegen Muslime gehustet. 24 Stunden. Und dann später wundern sich, warum das passiert. Oh, ist das. Und dann kommt diese Tricks, ja, er ist psychokrank. Was für psychokrank? Ein Mensch, der psychokrank, hat Maschine und alles. Und da geht bestimmte Ziele zu bestimmten Menschen und schießt den auf bestialer Arsch. Und der psychokrank? Psychokranker sollte da, ich weiß nicht was. Wann hat er das gemacht? Mit Tieren oder mit irgendwo, das in einem Feld, und hat angefangen, auf die Hasen zu schießen. Die werden jeder aufgestanden, die Tiere schützen und alles. Oh, das ist nicht Zeit für Jagen oder keine Ahnung oder Hirsche oder. Aber wenn die Muslime ist, Wallahi, ich bin sprachlos, liebe Geschwister im Islam. Macht Dua für eure Geschwister, möge Allah denen alle Shuhada annehmen. Macht Dua für denen und Hasbunallahu ni'mal wakil. Allah sagt im Koran, und beste, was Allah sagte, Allah sagt im Koran: Yuriduna yutfi nurallahi bi afwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Die wollen Allah Licht mit ihrem Mund löschen. Allah aber wird sein Licht vollenden, auch wenn die Ungläubige zuwider ist. Allah wieder nochmal sagte, die gleiche Verse: Yuriduna yutfi nurallahi bi afwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-mushrikun, auch wenn die Götzendiener zuwider ist. Und Allah sieht nochmal, das sagt und sagt: Allah ist verantwortlich. Allah übernimmt das Ganze auf seine Religion, dass seine Religion wird auf der ganzen Welt verbreitet, inshallah, in Friede. Und Hasbunallah wa ni'mal wakil, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jede Seele wird den Tod kosten. Das ist eine Ermahnung für uns, liebe Geschwister im Islam. Nehmt euch alles Ermahnung. La ilaha illa ant, subhanak. Macht Dua für eure Geschwister. Macht Dua für die ganze Welt, sogar eure Geschwister. In Afrika, Zentralafrika, werden die Muslime getötet. In Burma, in China, in Irak, in Afghanistan, werden die Muslime auf bestialische Art getötet. Macht Dua für denen. Möge Allah denen standhaft machen. Mehr kann ich nichts dazu sagen. Möge Allah uns befestigen auf deinem wahren Weg. Möge Allah uns verzeihen, möge Allah uns, ja Rabb, sterben lassen als Muslime. Jazakum Allahu khair wa barak Allahu fikum. Inna Allahi wa inna ilayhi raji'un.